reden und dann geht's weiter mit Mama Ganja, aber erst bei Florian Rister vom Deutschen Landverband. Herzlich willkommen. Jo, Hanfparade. Danke, danke für den Vorschusslorbeeren. Ich habe keine Ahnung, ob es interessant ist, was ich zu erzählen habe, aber ich tue es einfach. Ja? Auf jeden Fall geil hier zu sein. Ja? Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. War irgendjemand von euch im grünen Block hinterm Hanfverbandwagen? Jawohl. Wir haben es richtig krachen lassen. Wir haben richtig Stimmung gemacht, weil die Zukunft liegt vor uns. Ja? Wir sind in dem Begriff, die neue Welt zu erleben. Und es ist eine große Zeit und ich bin froh, diese Zeit hier und heute in Berlin mitzuerleben. Wahnsinn. Hanfparade, ihr seid auf jeden Fall die am besten duftende Demo Deutschlands. Es überzeugt mich jedes Mal wieder. Ja. Geruch ist olfaktorische Wahrnehmung, ist ganz, ganz wichtig für den Menschen und deswegen ist es eine große Ehre, hier zu sein. Letztes Jahr habe ich und viele andere Redner hier euch aufgefordert, geht wählen. Ja. Wir wollen etwas ändern, also geht wählen. Macht euch hörbar bei der Politik und siehe da, es hat gewirkt. Ja, wer hätte das gedacht? Tatsächlich, wir haben eine neue Koalition und sie hat die Legalisierung beschlossen. Es ist ein riesiger Schritt, es ist wahnsinnig gut und ich bin wahnsinnig glücklich, dass es geschehen ist. Aber es ist natürlich noch nicht alles gelöst. In der Praxis hat sich noch nicht viel geändert. Wir sehen wahnsinnig viele Gespräche, wir sehen Expertenanhörungen, bei denen auch gute Leute angehört werden von der Regierung, von uns Legalizern aus unserer Szene, vom Deutschen Hanfverband waren Georg Wurth dort. Ich selbst war auch bei der letzten Expertenanhörung und es gibt wirklich offene Diskussionen dort darüber, wie wir Legalisierung gestalten wollen. Das ist großartig. Es gab Neueinstellungen im Gesundheitsministerium, um diesen Prozess vorzubereiten. Ja, also sie meinen es ernst, sie wollen es wirklich. Aber trotzdem sehen wir weiter haufenweise Strafanzeigen. Ja, wir sehen haufenweise Strafanzeigen, wir sehen Hausdurchsuchungen und wir sehen immer noch weiter Menschen in Gefängniszellen, die Cannabis anbauen, die Cannabis verkaufen oder einfach ein bisschen zu viel für ihren Eigenbedarf haben, was der Staat irgendwie meint, nicht akzeptieren zu können. Danke, das ist eine absolute Sauerei und das muss sich ändern. Ja. Letztendlich ist alles, was wir bisher von der Politik bekommen haben, eine Willensbekundung. Willensbekundungen sind super, ja, das ist mehr, als wir je gesehen haben. Es ist wahnsinnig, vor 20 Jahren hätte das keiner gedacht, aber es bleibt eben nur eine Willensbekundung. Sie hätten etwas ändern können, sie hätten sofort entkriminalisieren können bundesweit, aber sie haben sich dagegen entschieden. Sie wollen lieber einen Prozess starten, der lange dauert, am Ende möglicherweise gut wird, aber der theoretisch auch noch scheitern kann an verschiedenen Punkten. Wir haben den Bundesrat, wir haben die Möglichkeit, dass die Regierung platzt, wir haben die internationalen Verträge als Problem. Es ist also nicht sicher, dass das wirklich kommt, wovon wir alle träumen. Insofern, alles kann, nichts muss. Das heißt, wir müssen weiter kämpfen, wir müssen uns weiter einsetzen. Beim GMM im Mai, beim Global Marijuana March, haben wir einen desaströsen Polizeieinsatz erlebt. Ja, während hier heute alles chill war, alles entspannt, wirklich alles gut, ist damals im Mai eine Hundertschaft von Polizisten auf 250, 300 Legalisierungsaktivisten losgehetzt worden und wir haben 6 Anzeigen am Ende wegen BTM gehabt und eine wegen Widerstand gegen Staatsgewalt, weil die Polizei wirklich von hinten in eine sitzende Menschenmenge reingegangen ist, um Leute mit einem Joint zu verhaften. Schlimme Bilder, geht mir kaum noch aus dem Kopf. Die Zahl der Strafanzeigen bundesweit sinkt nur minimal. Ja, im letzten Jahr ist sie minimal runtergegangen. Aber wir merken, die Polizei hat weiter Bock, Cannabiskonsumenten zu verfolgen. Das ist scheiße. Wir wissen auch nicht, wie die Legalisierung genau aussehen wird. Ja, wir sind alle unsicher, was kommen wird. Werden wir Eigenanbau sehen? Werden wir Eigenanbau im eigenen Garten haben können? Im Vorgarten? Ja, werden wir konsumieren können in der Öffentlichkeit? Werden wir in der Kneipe konsumieren können? Wird es Cannabiskneipen geben? Wie wird unser Leben aussehen in der Zukunft? Werden wir im Straßenverkehr teilnehmen können als Konsumenten? Ja, wie wird das mit der MPU weitergehen? Muss man weiterhin erklären, nein, ich konsumiere nicht regelmäßig, sondern nur gelegentlich? Oder kann man auch einfach mal sagen, ja, regelmäßig einmal im Monat konsumiere ich Cannabis? Und die MPU akzeptiert das. Dankeschön. Und nicht nur der Straßenverkehr ist ein Thema, sondern etwas, was hierzulande noch gar nicht so ein großes Thema ist, aber in den USA jetzt schon, Urinkontrollen beim Arbeitgeber. Ja, wie werden die Arbeitgeber mit uns umgehen und wie wird uns der Staat schützen? Wir brauchen jetzt nicht nur eine Legalisierung, wir brauchen auch einen gesetzlichen Minderheitenschutz. Ja, wir brauchen Schutz vor diskriminierendem Verhalten aus der Gesellschaft, von Arbeitgebern etc., die uns nicht so akzeptieren, wie wir sind, die immer noch alten Prohibitionsdogmen anhängen und davor muss uns der Staat in Zukunft tatsächlich aktiv schützen.
Wenn das nicht passiert, dann haben wir ein Problem und deswegen ist es unsere Aufgabe, weiter zu kämpfen. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Wir leben in einer Zeit der Weichenstellung. Wir leben noch nicht in einer Zeit, in der man sich ausruhen kann. Weichenstellungen müssen begleitet werden. Ja? Wir müssen unsere Meinung zeigen, wir müssen stark sein, wir müssen uns der Politik gegenüber weiterhin äußern und das Maximum einfordern. Wir müssen maximal viel rausholen, damit die Zukunft wirklich gut wird. In diesem Sinne ist es großartig, ja, dass ihr alle hier seid, dass ihr Bock habt, mitzulegalisieren. Es freut mich. Und es gibt noch einen weiteren Grund, denn viele von uns, manche von uns wollen vielleicht auch ins Cannabis-Geschäft einsteigen, wollen auch in diesem Business mitspielen. Und das ist auch eine schwierige Situation, weil in vielen legalisierten Ländern gab es eine Grauzone, bevor Cannabis legalisiert wurde, bevor die vollständige staatliche Kontrollierung und Regulierung stattgefunden hat, gab es Grauzonen, gab es Dispensaries, Caregiver und andere Möglichkeiten, wo Kleinunternehmer, wo kleine Leute teilweise auch aus dem Schwarzmarkt heraus in den weißen Markt reinwachsen konnten, sich langsam etablieren konnten, Zeit hatten, sich dafür anzupassen. Hier in Deutschland sieht es fast so aus, als würden wir einen relativ schnellen Schritt gehen und wir haben eben keine Grauzonen. Wir haben niemanden, der jetzt für Patienten anbauen darf oder der eine Dispensary versorgen darf oder so. Ja? Also diese Grauzone haben wir nicht und gleichzeitig stehen wir davor, dass möglicherweise Deutschland auch zu einem Importmarkt wird. Ja, wir haben es bei Cannabis als Medizin schon gesehen, dass wir zu einem Importmarkt wurden, der weltweit gefragt ist, weil wir das Gras von Leuten kaufen, die damit Geld verdienen. Ja, das sollte nicht passieren. Ich finde es okay, wenn internationaler Handel mit Cannabis stattfindet, finde ich super. Aber deutsche Unternehmer müssen eine Chance haben, an diesem Markt teilzuhaben. Ja, ganz klar. Weltweit liegt über eine Million Kilogramm, über 1000 Tonnen Cannabis rum und wartet auf Abnehmer. Ja? Deutschland wird 300 bis 400 Tonnen verbrauchen so nach der Legalisierung. Es ist also naheliegend, dass wir zum Importmarkt auch für Recreational Cannabis werden. Das ist nicht schlimm, aber dann müssen auch deutsche Unternehmer eben die Möglichkeit haben, mitzumachen. Also, das alles macht das Leben für angehende Unternehmer ein bisschen schwierig, aber wir werden eine Chance haben. Wenn die Legalisierung kommt, werden wir alle eine Chance haben, daran teilzunehmen. Und je mehr Leute von euch nächstes Jahr zur Hanfparade wiederkommen, zum Global Marijuana March kommen, zum 420 Smoke-In kommen, auf andere Veranstaltungen kommen, ihre Meinung gegenüber der Politik äußern und so weiter und so fort, desto mehr werden wir bekommen in den nächsten Jahren. Die Weichenstellung geht nur durch Druck. Ja, wir müssen uns einsetzen. In diesem Sinne, danke, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Abend. Ja, genießt die Reden, genießt die Party da drüben und kommt nächstes Jahr wieder. Lasst uns weiter Druck machen und dann wird die Zukunft rosig. Da bin ich mir sicher. Macht's gut.